Und weiter geht's wieder mit einem Spyderco, auch ein älteres Modell wird aber so, glaube ich, immer noch hergestellt und verkauft, nämlich das Endura. Habe ich jetzt auch schon seit ein paar Ta Jahren in der Lade liegen. Ist jetzt so nicht wirklich so mein EDC-Messer geworden. Ich weiß auch nicht warum eigentlich. Das ist ein schönes Messer, vielleicht weil es ein Eizer zu groß ist. Kunststoffgriff, ist schön fürs Gewicht. Das wiegt nämlich nur 108 Gramm. Was doch bei einer Länge vom Griff fast 13 cm und mit Klinge. Mit geöffneter Klinge sind wir schon bei 20, 22, 23, 22 cm. Klinge alleine hat schon ungefähr 10. Ja, Spyderco. Dieses Messer ist in Japan gefertigt, Sekai City. VG10 Stahl. VG10 Stahl kommt immer aus Japan. Da geht es so, darf nicht exportiert werden. Liegt super in der Hand. Daumenrampe, geriffelt. Ja, mir persönlich Spur zu wuchtig. Greift sich aber schön an. Sauscharf. Muss man echt aufpassen, dass man sich da nicht schneidet. Sehr universell einsetzbar. Also die Klinge ist jetzt. Das ist kein Hohlschliff. Das ist ein Flachschliff. Ja, Preis weiß ich jetzt nicht. Kriegt man, glaube ich, so ab 75 €, Dollar. Gibt es auf eBay, Amazon, überall. Ah ja, noch ein Vergleich dazu. Wie immer, mein Tenacious. Als Größenvergleich. Das ist doch ein Euzer länger. Steht dafür schmälere Klinge. Länger. Klinge selbst ist ungefähr, vielleicht sogar ein Äußerl dicker als das vom Tenacious. Aber der Glock ist out bei mir. Darum nicht mehr mein EDC. Auch nie gewesen. Aber super Messer, kann ich empfehlen. Jeder Spyderco-Fan wird sowieso schon haben. So, bis zum nächsten Messer. Tschüss.